Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana, wir spielen Rette die Welt und wir spielen mit anderen zusammen. Und ich bin sehr gespannt. Wir spielen Sturmschild, schön. Ja, das ist doch nett. Sturmschilde sind immer gut. Bringen Mini-Lamas. Machen Spaß. Man kann halt auch mal so bei den anderen gucken, wie haben sie ihre Verteidigung gebaut oder auch nicht. Was ich ja ganz häufig feststelle, sie haben sie eher nicht gebaut. Oh, großartig. Du hast einen Freund oder hier haben sie es über hübsch gebaut. Über das Außenposten-Konsolenmenü kannst du Besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen. So, wo geht's denn hin? Wo geht's los? Halte die Stellung und kämpft! Und ich brauche Munition, sehe ich gerade. Alles klar. Schildleistung steigt. Nein. Mir fehlen die Ressourcen. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Ich vermute Schrauben. Jetzt überlege ich gerade, habe ich noch eine andere Waffe, die ich benutzen könnte, mit anderer Munition? Ja, die hier. Ist auch blöd. Lass mich mal schnell noch eine Nocturne umbauen. Da ist sie. Wo ist sie denn? Kann ich die davon austauschen? Hab ich ein bisschen unterschiedliche Munitionen im Verbrauch. Läuft. Dann machen wir mal einen Drachenschlitzer. Und da geht das vorwärts. Läuft. Ja, ich sehe da keinerlei Schwierigkeiten. Sehr entspannt. Läuft sehr, sehr gut. Ja.
das ist extremst entspannt. Da erwarte ich jetzt keine Besonderheit mehr. Oh, die waren schon alle weg. Na? Jo, ich würde sagen, wir können ganz entspannt sein. Das war die falsche Waffe. Also es war gar keine, wenn wir ja ganz genau sind. Und da ist es gleich passiert. Ja, sehr schön. Eine sehr entspannte Sache. Diese Sturmschildverteidigung. Jo. Da gucken wir mal in die Kiste. Das gibt definitiv ein paar Lamas. Also ich glaube drei, vier. Vier ist Minimum oder drei. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube drei ist es. Ne, vier ist das Minimum, oder? Ja. Ein paar EP gibt es auch noch. Da jetzt nicht übertrieben viel. So, und dann haben wir die Viererkiste. Und? Es ist eigentlich, was bringt es, wenn ich die Kistenauswahl schneller mache? Dann warte ich doch immer an diesem Bildschirm. Das ist doch eigentlich bescheuert. Und am Ende warte ich genauso lange, als wenn ich mir in Ruhe diese Kistenauswahl angucke. Also was es wird für eine Kiste, ne? Wisst, was ich meine? Ja, das erklärt mir mal einer. Also sinnvoll. Also so, dass ich es verstehe. Oh, es war bloß eine Dreierkiste. Ich dachte, das wäre eine Vierer gewesen. Habe ich wohl nicht genau hingeguckt. Also, da haben wir. Jo, da haben wir die vier Lamas. Also mehr gibt es auch nicht. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.